Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Da sind wir auch wieder zurück in Boston im Jahre 1754. In der Haut unseres Helden, mit dem wir jetzt ja schon ein paar Abenteuer erlebt haben. Das ist allerdings nicht Connor, das muss ich nochmal erwähnen dazu, weil viele Leute ja geglaubt haben, das wäre der Held, unser Hauptheld in Assassin's Creed 3. Den werden wir aber noch kennenlernen. So, und wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen in der Stadt um. Es ist gar nichts, Jungfrau. Hier ziemlich viele Soldaten, die auch Rotröcke genannt werden. Im Jahr 1754 befindet sich England mit Frankreich im Krieg um die Kolonien in Nordamerika. Ihr wisst ja, hatte ich ja schon mal erzählt, der größte Teil der von Nordamerika natürlich unter dem Besitz der Engländer, der Briten. Aber nicht nur. Ist bei einem Gefecht mit königlichen Truppen im Ohio-Territorium gefallen. Der französische Kommandant ist also gefallen. Und die Franzosen werden zurückgedrängt von den britischen Truppen. Und im Jahr 1754 ist, wie gesagt, die USA noch gar nicht entstanden. Die wurde erst ein paar Jahrzehnte später unabhängig. Was können wir denn hier alles machen? Was verkaufen Sie denn da Schönes? Ein bisschen Obst, ein paar Zwiebeln. So, und da fällt natürlich auch wieder auf, ich wollte euch das nur mal gerade zeigen, so ein bisschen durch die Stadt schlendern. Da fällt natürlich auf jeden Fall auch wieder auf, wie detailliert die Welt ist. Hier gibt es so viele Personen, das kommt realistisch rüber. Da hinten sehen wir die Schiffe, man kann auch fast überall hingehen. Also wir haben hier eine sehr frei begehbare Welt und auch allerhand Nebenquests angeblich. Viele haben wir da natürlich noch nicht aufgetischt bekommen jetzt. Diesseits von Paris gibt es in Miss Gateheads Parlor auf der Church Street hinter dem Park. Na, davon habe ich jetzt gerade nur die Hälfte mitbekommen. Ich will jetzt aber mal laufen, weil die Sendezeit ist ja bekanntlich knapp, liebe Freunde. Und ich will dann mal wieder da vorne in die Kneipe, in die Taverne zum Green Dragon gehen, denn da wartet unsere nächste Mission. Hereinspaziert. So, und hier können wir theoretisch jetzt auch ganz viele Spiele absolvieren. Ich glaube, Mühle spielen die da gerade. Mühle kennt ihr ja, werde ich euch auch nochmal zeigen. Aber ich glaube, jetzt machen wir erstmal mit der Mission weiter. Oh, und da sind sie musikalisch aktiv. So Guns N' Roses im Jahr 1754. Metallica, der Vorgänger. Friesen auf jeden Fall dieselben. Dann spazieren wir mal hier hoch. Und reden mit Lee. Der nächste auf der Liste. Ich bin übrigens so ein bisschen heiser, leicht erkältet, falls man das an der Stimme hört. Ist aber nicht weiter schlimm. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Na, dann wollen wir da mal rüberdüsen zum Benjamin. Der nächste auf der Liste. Wir brauchen ja Verbündete hier in der neuen Welt, die uns bei unserer Expedition helfen, wie ja schon mehrmals angesprochen. Und wollen diese behagliche, gemütliche Kneipe mal verlassen und zurückkehren auf die Straße. Und da vorne ist auch unser Freund Charles Lee, Sequenz 2. Der Chirurg.
Wunderbar. Charles? Sir? So kann man sich natürlich auch Zutritt verschaffen. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Benjamin Church Nachbarn belauschen. Von Benjamin Kirche die Nachbarn. Und da vorne stehen die scheinbar schon. Und das werden wir auch noch hinkriegen. Langsam aber sicher, unauffällig vor allem. Wegen der gestiegenen Zahl von Unglücksfällen. Seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag. Und hört. Alles klar, wenn sich die RSS-Anzeige eines Gegners gelb füllt, wird er misstrauisch. Bewegen sie sich zwischen den Zivilisten, um unterzutauchen. Am kommenden Samstag findet eine Präsentation... Das skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Na, redet ruhig mehr. Nach Osten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Belauschen erfolgreich. Auf die nächste Kirche klettern und synchronisieren. Gentlemen, Fachleute, Dilettanten. Während Charles Lee die Leute auf der Straße belauschen wird. Benjamin Church, wir werden dich finden. Hat der neue Infos? Nee, aber redet irgendwas. Das sind natürlich so Kleinigkeiten, auch die Lippensynchronität ist nicht immer gewährleistet in dem Spiel. So, und da vorne müssen wir irgendwo hoch. Das sind immer noch 140 Meter. Laufen wir bei den Soldaten vorbei. Ah, die werden, glaube ich, auch ruppig, wenn man da zu sehr dran vorbeiläuft oder die umschubst oder so. Da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, bei Soldaten. So, da vorne ist die Kirche. Die wollen wir einfach mal hochklettern und uns einen Überblick verschaffen. Entschuldigung. So, und das ist natürlich auch wieder so geil bei Assassin's Creed, dass du einfach überall hochklettern kannst. Das macht das Spiel auch nochmal richtig, richtig cool. Aha. Vorsicht. Nicht zu viel Misstrauen erregen. Weiter nach oben. Wie der Adler. Oder wie ein Habicht oder ein anderer Raubvogel. Oder eben Möwen, die ja auch sind. Natürlich, wir sind ja auch an der Küste. Boah, und jetzt kann man mal einen Blick über die Stadt riskieren. Das sieht doch schon... Aha. Richtig cool aus. Auch mal so die Größe einschätzen, ne, die diese Stadt hat. Da hinten sehen wir den Hafen. Hier vorne noch mehr Schiffe, riesige Boote. Und Boston war damals ja auch noch eine kleine Stadt, heute eine Großstadt. Aber damals eine sehr aufstrebende Stadt auch. So, ich synchronisiere. Dann höre ich mal zu. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Optionale Missionsziele war eine patrouillierende Wache belauschen. R1, ach, mit den Heuhaufen, genau, das gab es ja auch früher.
R1 und X drücken und L in Richtung des Heuhaufens auf dem Boden bewegen, um einen Todessprung auszuführen. Yeah! Zack! Sehr schön. Na dann belausche ich doch mal so eine Wache. Da vorne wäre ja eine. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Lauschangriff. Gehen wir mal hier lang. Ich glaube, da bin ich richtig. Aha, die können wir auch einfach mal belauschen, Jungs hier. Das sind die Wachen. Mal gucken, was sie zu erzählen haben. Aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Drogen bringen nichts, wenn ich gucke. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es! Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Hinweise analysieren, um so das Suchgebiet einzugrenzen. Wir sollen natürlich auch bei keiner Belauschung erwischt werden. Auch hier auch die Schafe. Mann, das ist so viel Arbeit gewesen, hier diese Welt so detailreich zu erschaffen. Und ich komme mir wirklich vor, wie in Boston im Jahre 1754. Was ich auch feiere, ist Interview mit einem Vampir. Kennt ihr wahrscheinlich den Film? So diese ganze Kulisse dort in dem Film. Während dieser im 18. Jahrhundert ist es ja in dem Fall, oder sogar 19. Jahrhundert oder sogar 20. Jahrhundert, der wird ja ein bisschen älter. Aber da gibt es auch eine Reise durch alle Zeiten und ich mag irgendwie auch diesen Schauplatz, diese Welt. So, die nächsten Wachen, wo können wir uns denn dazwischen stellen, um die zu belauschen? Ist nicht zu viel Aufsehen erregen. Seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. So. Diese Belauschung wäre auch von Erfolg gekrönt gewesen und da waren gerade Kinder. Aber so richtig viele neue Informationen haben wir da jetzt nicht erhalten. Außer, dass wir morgen besser kein Fleisch kaufen sollten. Die belauschen. Ich bot ihnen Hilfe an. Doch sie schickten mich weg. Sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nichts Schlimmes sei und wir bald wieder nach Hause kämen. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als sie zugaben. Wohin brachten sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. Aha. Lee zum Ufer begleiten. Unentdeckt bleiben. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmung ist fundamental für den Orden. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Für den Orden? Ich brauche Hilfe hier! Schnell! Ach, der voll den Terz, weil ich mal eben auf so eine Bank hüppe und so ein Grind hinlege ohne Inliner. Im Jahre 1700 irgendwas. Naja, liebe Freunde. Aber das war's wieder für heute von Let's Play Assassin's Creed 3. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Vielleicht ist die auch schon da. Je nachdem, wann du gerade dieses Video guckst. Es könnte sich lohnen, da nochmal nachzuschauen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen immer hier. Und noch einen wunderschönen Tag.